Schön, dass ihr wieder mit reinschaut, Leute. Wunderschönen guten Tag. Wir gucken uns jetzt wieder mal an, was wir in Minecraft machen können werden tun. Ja, letztens haben wir unsere schöne Anlage hier gebaut. Die ist fast komplett. Am Bogen auch. Ne, brauchen wir nicht. So. Ich habe hier noch einen Kompressor hergestellt. Mit dem das weiterverarbeiten. Mittlerweile ist da schon einiges. Weil ich habe da hinten noch ein bisschen weiter gewerkelt. Hier hinten in dem Berg drin habe ich ein bisschen Tunnel gegraben und so ein bisschen ja, so einen Bergbau gemacht, einen Stollen. Und ja, logischerweise ist halt dabei da alles weitergelaufen. Und deswegen werden wir jetzt da weitermachen, denn wir müssen das Ganze noch schmelzen. Was bedeutet, wir brauchen einen Furnace. Da wir mal gucken, da gibt es ja verschiedenste Furnace. Generator, ne. Es gibt ja vom Mechanisten auch Furnace. Mal gucken, der heißt auch nicht Furnace, der heißt ja Smelter oder so irgendwie genau da. Ja. Da haben wir Osmium und Redstone brauchen wir da. Sollte kein Problem sein. 1, 1. Du. Du. Achso, da ist noch Carbon drin. Okay, dann Dampf. Sechs Stück sollten mal genügen, genau. Was brauchen wir dann noch? Wir brauchen noch auf alle Fälle normalen Faktor, ist eh klar. Stahl. Stahl müsste ich gemacht haben. Genau, seht ihr, sag ich doch. Und ein bisschen Eisen werden wir brauchen. Ein bisschen Redstone haben wir eh mit. Gold normal nicht, oder? Ne, Glas brauchen wir noch. Glas, Glas, Glas. Dafür brauchen wir natürlich Sand. Glas haben wir noch ein bisschen. Das sollte vielleicht genügen. Das, genau. Durch die noch, so. Und dann können wir mal bauen. Ich sag, wir fangen mal an mit einem normalen Factory da. Und die können wir ja dann sozusagen weiterbauen zur nächsten. Brauchen wir noch so ein Basic. Warten noch einen ab, dann können wir, ich glaube, noch eine weiterbauen. Je schneller die halt ist, desto besser ist es ja für uns. So ist das ja nicht. Okay, die braucht da schon die roten. Okay. Das ist die Basic Factory. Und die benötigt dann schon die roten. Sollte ja auch kein Problem sein. Ist ja so und so. Zweimal. Und dann brauchen wir natürlich noch Enriched Alloys, Redstone und Eisen. Sollte auch kein Problem sein. So, vier Stück. Was brauchen wir noch? Ja, die vier Stück. Die roten Hammer, außen mit dem Hammer. Gut. Waren jetzt zwei rote, die brauchen, genau. Noch zu den Widget Alloy und dann haben wir es. Dann haben wir ein bisschen eine bessere Factory. Was wir der nächste brauchen, der nächste braucht das schon Elite. Die sind ein bisschen schwieriger herzustellen. Das mit Diamant das ist auch machbar, aber kostet eigentlich auch nicht viel. Es ist nur Zeit, auch wenn ihr ein bisschen mehr. Das ist das einzige Unterschied. Aber sonst uninteressant. Ist kein Thema, ist keine Kunst, gar nichts. Aber das kommt dann auch noch. Wir werden das schon dann noch machen. So, Dawn's Factory haben wir. Dann brauchen wir noch ein bisschen. Ihr seht, wir haben schon einige Diamanten und einige Emeralds durch unsere Verarbeitung draußen. Die habe ich ein bisschen ausgeräumt. Weil die eben in Stocken gekommen ist. Was wir jetzt brauchen ist ein Bussating. Ne, ich glaube nicht, oder doch. Rein theoretisch dreimal Bussating und das andere Zeugs. Müssten wir ja die Kabel rauskriegen. Genau, zack, die Item Conduit. So, das brauche ich dann auch nicht mehr. Was ich brauche, ist unser Wand hier. Und Energiekabel haben wir sogar noch. Da ist hier ein bisschen Platz machen. Ich sage, das ist nicht vielleicht das Beste, weil wir alles in eine Reihe klatschen. Aber ich möchte das jetzt einfach mal machen. Wir werden das dann sowieso gleich beide wieder umbauen. Brauchen wir uns keine Sorgen machen. Ja, es wird. Okay, da haben wir schon zwei Farben. Rein rechnerisch wäre es egal, aber. Ja, machen wir einfach. Wir sagen hier: In and out. In ist braun, out ist rot. Aber ist active. Und hier sagen wir: Insert rot. Und dann sagen wir: Rot oben. Oben ist Insert rot. Dann kommt das, dann sortieren wir das automatisch. Kriegt der noch Strom? Zack, zack.
Dann hat er schon was zu tun. Und jetzt sind wir natürlich noch das ganze Outputten in einer Kiste. Haben wir da was? Die haben wir natürlich nicht. Kiste habe ich hier einen drin. So. Weiß gar nicht, ob der jetzt automatisch outputten kann oder nicht. Das jetzt hinter uns sagt, dieses Blau soll nach links. Da gibt es ja irgendwie Auto-Eject so. Ah, okay, macht er gut. Passt. Brauchen wir uns da gar keine Sorgen machen. Der arbeitet jetzt natürlich fröhlich vor sich hin. Was bedeutet, hier kann weiterarbeiten, der kann weiterarbeiten, der kann weiterarbeiten, der kann weiterarbeiten, der kann weiterarbeiten. Und hier kann ich sowieso arbeiten. Also es ist einiges noch in Vorlauf, was wir haben. Also ich glaube, Rohstoffmangel, wenn wir es so schnell hält, dann nicht mehr haben. Wenn wir das haben. Nee, wir haben Osmium. Gut, das hätten wir geklärt. Holz läuft auch, da haben wir noch eine Diamantspitzhacke wieder reingetan, also Holz läuft auch. Gut, das haben wir dann auch abgeklärt. Das war noch so ein Thema, das wollte ich aber nicht offline machen, sondern mir gedacht, okay, warte es halt. So schlimm ist ja auch nicht. Aber wenn wir jetzt mal angucken, das ist schon eine lange Fabrik. Die werden wir natürlich, wie gesagt, nochmal umbauen. Weil hier ist halt viel, was wäre. Da habe ich auch wieder Neues reingetan, wird eh wieder Zeit, Neues. Die kann man viel kleiner bauen, die ganze Fabrik noch. Und wir müssen halt dann aufpassen, wir müssen ja hier ab den Gravel, glaube ich, oder? Genau, das hier, der da, was da reinkommt, müsste rein theoretisch Sand. Nee, passt schon. Wir müssen mit Sand dasselbe nochmal machen. Hier Sand reinschmeißen, dann würde es auf alle Fälle was anderes rauskommen. Jetzt haben wir nur die Produkte, könnten aber rein theoretisch hier Endersachen reintun. Nee, das habe ich auch schon ein paar reingetan, habe ich ein bisschen Gas hier und Glowstone bekommen. Wir können Soße hin reintun, habe ich auch schon für Quatsch. Und wir können Sand reintun. Und bei Sand kriegen wir halt interessanterweise ein paar andere Sachen raus. Platinum, Osmium, Ilorium, Uran und normale Kaktusseed. Und Gravel kriegen wir halt die Brocken raus. Boah, ist eigentlich auch nicht so schlimm. Hier kriegen wir halt kein Draconium raus. Dann bei Dirt kriegen wir halt die ganzen anderen normalen Standard-Seeds raus. Und das ist eh klar, das müssen wir vielleicht auch nochmal hinkriegen, weil da kriegen wir Blaze Powder raus. Wir kriegen Platinum raus, Eisen, Dings. Bone Meal kriegen wir raus, Redstone kriegen wir raus. Melorit, okay, brauchen wir vielleicht auch irgendwann mal. Sand, ja, genau. Waschlidung. Also, das gehört dann auch vielleicht nochmal irgendwann umgebaut. Beziehungsweise müssen wir die ganze Chose hier sowieso irgendwann mal umbauen, weil so kann man es ja nicht stehen lassen. Aber vorerst mal, wenn wir hier jede Menge Rohstoffe mehr sieht. Zwar weiß ich noch nicht, wohin mit dem ganzen Müll, aber wir haben es mal. So, mal hier noch Eisen, was wir durchschmelzen müssen. So, dann haben wir. Dann kann man ja mal wirklich alles aus dem Inventar legen. Den Rubber-Setzling wollte ich eigentlich einpflanzen. Dass wir einen Rubber-Tree kriegen. Den habe ich aus dem Loot-Pack. Gut, das passt. Das können wir mal hier unten lassen. Später an erster Stelle immer den dann weiter fackeln. Die weg, die brauche ich jetzt auch nicht. Perfekt, die kleinen brauchen wir auch nicht mehr. Zack, nehmen wir mit, falls wir etwas abbauen müssen, was wir nicht abbauen können. Ich glaube, mittlerweile kann man ja alles mit dem Driller bauen. Weißt du, kannst eigentlich auch weg. Der komische Hammer auch. Wenn da wieder mal leer ist. So, ich wollte ja mal schauen, was da oben jetzt so Neues gibt. Settings. Was kann man da eigentlich einstellen? Screen, ha, du, okay. Console. Server Setting können wir einstellen. New Team, irgendwie Headings, Links, Global, okay, interessiert auch keinen. Was ist GUI da drin? FTP Lib ist noch nichts drin. Das ist irgendwas zu. Ultimate Buttons ist not finished yet. Ranks, Teleport Command. So, Claim Chunks. Das ist die Beschreibung dazu. Late Mode. Genau, das wollte ich nochmal schauen. Also, Lifted to. Und a Chunk und das mit Claim it. Genau. Ich unclaim. To load the Chunk, unload the Chunk, you are drag, warp plus. Okay, verstehe ich. Gut.
weil es war nämlich früher ein Update, deswegen wollte ich jetzt mal reinschauen. Okay, das ist eh klar. Weil jetzt, wenn man mal guckt, sieht man es gar nicht, aber wenn ich jetzt J gehe, sieht man hier blau und man sieht auch, wenn man mit der Maus drüber geht, dass die geladen sind. Climate Aware Headcraft, das ist mit der Seite. Man sieht auf der Karte jetzt mittlerweile, auf der Joni Map, welche Chunks man bereits lädt. Das ist schon mal gut. Man muss das nicht immer da oben reingehen. Und da gucken, weil das sieht man halt, da kann man nicht zoomen, nichts reinzoomen, sieht man halt schwer. Und jetzt sieht man es auch rechts oben in der Karte. Hat er nochmal laden müssen. So, dann können wir mal schlafen. Na komm. Gut, wir werden jetzt mal gucken. Ich möchte unseren Drill ein bisschen ausbauen. Und zwar möchte ich Speed haben. Für den Speed brauchen wir ja nicht viel was. Eigentlich relativ wenig. Diese Crystal kriegen wir ja noch in Löcher aus Eisen. Ich dachte, der war teurer. Oder bin ich jetzt dumm oder? Keine Ahnung. So. Die Crystal haben wir, diese Redstone-Dinger. Ist, ich glaube, nur Redstone rein, gell? Ich glaube. Genau. Und ich glaube, viel mehr brauchen wir da gar nicht. Das erste ist Zucker. Zucker kriegen wir aus. Ah ja, aus. Was kriegen wir Zucker? Zuckerrohr. Haben wir Zuckerrohr? Ich glaube nicht, dass wir Zuckerrohr haben, weil sonst hätten wir es angepflanzt. Mit dem Reis. Nee, kein Zuckerrohr. Das heißt jetzt für uns, wir gehen mal schnell Zuckerrohr holen. Das wird ja am ehesten irgendwo bei Wasser sein. Das heißt hier unten im Gebiet. Hier mal geradeaus. Zuckerrohr farmen. Wir sind jetzt in der Welt, ne? Aber ich dachte, ich habe Zuckerrohr schon organisiert gehabt. Vielleicht hatte ich habe wieder alles verbraucht. Man weiß es ja nicht. Immer so eine Sache mit dem Zuckerrohr. Schafe hier mal Lava. Ein Lava ist hier einen kleinen. Auch gut so ein bisschen. Aber ich habe nicht so im Kopf gehabt. Hier ein bisschen Wasser und es wird. Es ist in der Früh, okay. Das heißt. Da brauchen wir uns keine Gedanken machen. Was ist denn das? Also braune Farbe können wir draus machen. Interessant. Brauche ich aber nicht. Ich brauche Zuckerrohr. Eis. Matt. Kann man daraus machen? Eine Rüstung oder was? Eine Matschrüstung. Interessant. Ein Baum. Ja, wir können jetzt hier nur ein bisschen den ganzen Gewässer entlang gehen. Hoffen, dass wir was finden. Und auch hier sind, wenn wir einmal ein bisschen von denen da mitnehmen. Da. Und wenigstens ein bisschen eine Farbe haben. Schwarz. So. Interessant hier ist kein einziges Zuckerrohr. Hier werden Rubber Tree Bäume, falls wir mal brauchen würden. Bienen natürlich. Aber irgendwie geil schaut schon aus hier, oder? In den Gatsch kann man schnell laufen. Aber ich sehe kein Zuckerrohr, was mich ein bisschen ärgert. Weil Zuckerrohr ist halt schon etwas, was man immer braucht. Das müssen wir uns halt Alternativen suchen, wird ja auch was geben. Ein Schnitzel mitnehmen? Ich kenne Zuckerrohr. Das ist komisch, aber das ist vielleicht das Biom hier so, dass es kein Zuckerrohr gibt. Trotzdem irgendwie voll komisch. Finde ich echt komisch, dass es kein Zuckerrohr gibt hier in der Gegend. Aber was soll man machen? Pilze? Können Pilze rauchen? Das ist halt echt ein scheiß Biom. Wir hätten vielleicht in eine andere Richtung gehen sollen. Ja, wobei hier hinten, da hinten könnte das sein. Oder hier. Laufen wir einfach mal in die Richtung. Ist ja egal. Können ja gucken, vielleicht haben wir Glück. Wir bräuchten ja rein theoretisch nur ein einziges. Mehr brauchen wir nicht. Aber es sieht halt nicht so aus, als hätten wir Glück.
Ein einziges Zuckerrohr, mein Freund hier. Wird da wohl machbar sein, oder? Verarschen, kein einziges Zuckerrohr. Muss ich echt gucken, wie ich an Zucker komme, oder was? Kann echt nicht sein, oder? Irgendwo Zuckerrohr hier geben, das kann nicht sein. Das Dark Oak, okay. Denke, Höhlen, das bringt mir auch nichts. Original, einfach kein Zuckerrohr. Was ist denn das für ein Hühner? Braunes. Na komm. Mit deinen Federn haben wir das auch mal. Tja, das ist natürlich mehr sind du doof. Na komm. Na, wirst du? Das ist mehr so doof, ja. Wenn wir hier keinen Zuckerrohr finden. Das heißt, wir werden jetzt nochmal hier geradeaus gehen auf der Map da hinten hin. Und das Gewässer nochmal begutachten. Da oben ist eine Insel. Eine Schleiminsel. Ob wir hier noch irgendwo vielleicht das ein oder andere Zuckerrohr finden? Nein. Hier finden wir nur Tintenfische. Na komm. Der. Das heißt, kein Zuckerrohr hier. Irgendwas läuft hier falsch. Ich habe noch einen Plan, wie wir an Zuckerrohr kommen könnten in äußerst Notfall. Machen uns einfach eine Mining-Welt. Dort wird bestimmt geben. Wenn wir jetzt wirklich so gucken, hier ist nirgends Zuckerrohr. Jetzt werde ich aber noch bis nach Hause laufen mal. Wenn ich wüsste, wo nach Hause ist, da hinten. Hier einfach mal das Gewässer entlang laufen. Weil irgendwo wird es ja wohl geben. Die Weltgeneration, echt du Scheiße? Es kein Zuckerrohr gibt? Brauche nur ein einziges Zuckerrohr, das wird da wohl hier irgendwo rumstehen. Bin ich einfach dumm oder was? Hier kommt wieder so ein komisches Matschgebiet da, da kennt sich wieder keiner Sau aus. Da gibt es das dann wieder nicht. Ja, komm mal hier hin, dahin. Komm. Krise hier. Nein, original. Kein Zuckerrohr in der ganzen Gegend hier. Gut, dann gehen wir wieder nach Hause und ich würde sagen, wir sehen uns dann, wenn ich wieder zu Hause bin, dann müssen wir einen Plan finden. Also bis dann, Leute. Macht's gut, bleibt dran, lasst ein Like und ein Abo da. Tschüss.